Liebe Genossinnen, wir sind hier, weil wir die Welt von Grund auf verändern wollen. Wir wollen eine komplett andere Welt. Und dafür muss man auch manchmal Sachen umkrempeln oder auch anzünden. Für die meisten Leute ist Arbeit nicht Selbstverwirklichung, sondern tagtägliches Mühsal. Sie arbeiten, um zu überleben. Besonders getroffen ist der Sektor der Care-Arbeit. Die anfangs viel beklatschte, systemrelevante Infrastruktur, die immer da war, wobei die Last vornehmlich von Frauen und Migras getragen wird. Und dieses Muster muss auch in der gesamten Gesellschaft durchbrochen werden. Die Klimakatastrophe wird große Teile der Erde unbewohnbar machen. Und um das abzuwenden, müssen wir unser ganzes Wirtschaften komplett umwerfen und neu erfinden. Der Krieg hat für uns eine neue und fürchterliche Aktualität bekommen. Wie könnt ihr über Frieden reden? Es ist gerade ja Krieg. Und die Antwort darauf, die ich immer gebe, will ich jetzt mit euch teilen. Und zwar genau, weil es Krieg ist, muss irgendwer über Frieden reden. Sonst wird's nichts. Eine Welt für die Leute und nicht gegen sie. Danke, dass ihr das jeden Tag tut. Hoch der 1. Mai, hoch die internationale Solidarität.